Herzlich willkommen zu einem neuen Part, ja, zu einem neuen Info-Video. Hatte ich ja letztens erst eins, aber ich habe mir gestern Abend mal Gedanken darüber gemacht, wie es weitergehen soll. KNK läuft ja jetzt bald aus, da sind nur noch drei Szenarien. Und da war die Frage, was spiele ich als nächstes? Ja, die Optionen sind nicht besonders groß, weil mein PC ja jetzt nicht so leistungsstark ist, dass er neuere Spiele schafft und mein Geld jetzt auch momentan nicht gerade besonders viel ist, dass ich mir jetzt großartig neue Spiele kaufen könnte oder sage ich mal etwas ältere Spiele für den PC kaufen könnte, um die dann let's playen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal wieder was von der PlayStation 2. Und zwar SmackDown vs. Raw 2006. Ja, das Spiel habe ich damals selber gehabt. Und für die PS2, ich habe das lange gespielt. Also ich glaube, ich habe das sogar noch 2016 oder so mal gespielt gehabt. Was mir da immer besonders viel Spaß gemacht hat, das war der General Manager Mode. Und genau diesen möchte ich jetzt auch eine Saison lang spielen. Allerdings nicht mit Wrestler gegen Wrestler, was ja jetzt so ziemlich normal ist, deswegen auch ziemlich langweilig, sondern ich werde es so machen wie früher auch, und zwar werde ich eine Liga, sag ich mal, also ich werde mit Raw spielen und da werde ich dann mit 20 Created Wrestlern antreten und versuchen SmackDown ein bisschen Paroli zu bieten. Mein Ziel ist, dass ich am Ende des Jahres noch ein paar Fans habe. Zwischendurch werde ich auf jeden Fall auf null ab, runterfallen. Das weiß ich jetzt schon, weil die Created Wrestler ja alle mit Popularität 20 starten. Naja, und es hat sich für mich die Frage gestellt, okay, wen mache ich dann als Created Wrestler? Und ich hätte natürlich so die Leute aus meinem Umfeld nehmen können, so wie früher. Das wäre für euch jetzt aber nicht so spannend gewesen, weil ihr die ja nicht kennt. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich mache etwas anderes, und zwar ich kreiere 30 YouTuber, die es auf YouTube, also Leute, die es auf YouTube gibt. Und die 20 davon kommen dann in den Rooster rein, also zu Raw rein. 10, also es ist ja so, dass dann ja einige der, sage ich mal, Wrestler in der Popularität so sinken, also können zum Beispiel bis 0 sinken, und wenn die bei 0 angekommen wären, dann würde ich halt dann wieder irgendjemanden von den restlichen 10, die halt sozusagen auf der Ersatzbank sind von den 30, die würde ich dann in den Rooster reintun. Und ich stelle mir das Ganze recht lustig vor, recht spannend vor. Ist dann bestimmt auch am Ende der Saison lustig zu sehen, wer ist jetzt am populärsten oder wer hat welchen Titel. Und ich lese euch mal die 30 YouTuber vor, die mir da in den Sinn gekommen sind, die ich jetzt kreieren werde. Und zwar Dalu, Dena, Pete, Jay, Sepp, Chris und Bram, also die 5 Jungs von Pete's Meet, Herr Newstime, Tanzverbot, Julie Wörsel, Unge, Katja Krasewitze, Drachenlord, Gronk, Bibis, Beauty Palace, Paluten, Martin Guerrero, Christian Solmecke, Lou GPS, Two Count Banshee, Excel95, Revin Zai, Jody Calussi, Arto Bedur, also ich, Walle, Hardy, Dennis und Benny, die beiden von Worldwide Wohnzimmer, Aaron Troschke und Flocke, also die 30 werde ich kreieren und 20 davon werden dann sofort in den Raw-Rooster geschmissen, und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze vonstatten geht. Wie gesagt, ich stelle mir das ganz lustig vor. Ich hoffe, ihr seid ja genauso gespannt auf das Projekt wie ich. Wie gesagt, General Manager Mode habe ich immer gern gemacht, weil das finde ich so ein bisschen schade an den aktuellen Spielen. Es gibt zwar diesen Universal Mode, aber da kann man auch mehr Sachen einstellen als jetzt hier beim General Manager Mode, was ich wiederum gut finde. Aber auf der anderen Seite, ja, hat mir so ein bisschen die Herausforderung gefehlt, die jetzt zum Beispiel dadurch kommt, dass man halt gucken kann, wie erfolgreich war jetzt eine Raw-Veranstaltung oder ein Main-Event, wie viele Zuschauer hat er gebracht. Und das fand ich beim General Manager Mode eigentlich immer ganz cool. Ja, und wenn ihr euch fragt, okay, wenn jetzt
SmackDown vs. Raw kommt. Was ist da mit KNK? Ja, das wird natürlich beendet. Ein Szenario habe ich schon aufgenommen, Gela. Werde ich die Tage irgendwann mal hochladen und den Rest werde ich dann auch noch aufnehmen. Aber ja, es braucht jetzt auch einige Zeit, bis ich alle Vorbereitungen getroffen habe, dass ich mit dem Let's Play beginnen kann, weil ich habe mir das jetzt ja geholt und dann muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich jetzt die unbegrenzten Experience Points freischalte. Und danach, ja, was kommt danach? Danach muss ich dann noch die 30 YouTuber kreieren und ja, den Movesets verpassen und ja, Entrances und so weiter und so fort. Also da ist noch jede Menge zu tun. Das wird mich sicherlich noch ein paar Tage beschäftigen. Ich hatte auch darüber nachgedacht, meine eigene neue Kampagne zu Let's Playen, aber bin dann davon abgekommen, auch aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, weil ich mir überlegt habe, dass ich noch zusätzliche Szenarien in die Kampagne einbauen will. Also ich will die Kampagne nochmal ein bisschen verändern für die Ursprungsversion. Und ja, da jetzt aber momentan auch noch der Test der Kampagne von meinem Tester läuft, deswegen will ich da noch ein bisschen abwarten, bevor ich da jetzt irgendwelche Veränderungen mache. Und ja, nachdem ich dann irgendwie, keine Ahnung, in den letzten 2 Wochen mega viel Zeit, oder letzten Monat kann man eigentlich schon sagen, mega viel Zeit ins Kampagnenbasteln gesteckt habe, habe ich jetzt auch so ein bisschen tief, was Kampagnenbasteln angeht, und sagt mir jetzt erstmal, okay, ich ja, tue es jetzt erstmal wieder ein bisschen runterschrauben und ja, werde dann irgendwann die Kampagne fertigstellen fürs RSF. Und ob ich das, was ich eigentlich zuerst noch vorhatte, für Open General, eine Open General Version zu bauen, ob ich das irgendwann mal mache, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Das ist dann doch irgendwie sehr, sehr viel Arbeit, mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und aber wir werden sehen. Also ihr wisst Bescheid, das ist das neue Projekt, was dann, ja, ich sag mal so, in 1-2 Wochen irgendwann starten wird. Ich hoffe, ihr freut euch auch so drauf wie ich und dass der ein oder andere einschaltet. Das erste Wrestling-Projekt war ja nicht so ja, erfolgreich, aber gut, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Ich werde das jetzt auch so machen, dass ich im General Manager Mode die Spiele selber spiele. Also nicht, dass ich den PC wieder spielen lasse, weil das hat mich ja bei dem WWW 2K 2017 da tierisch aufgeregt, die saudumme KI, dass sie dann die Kämpfe so unnötig lang gemacht, unnötig lang gemacht hat und dass ich dann im Endeffekt da immer, keine Ahnung, teilweise 2 Stunden da kommentieren musste und irgendwie ist nichts Großartiges passiert. Fand ich selber nicht so spannend, aber ich denke mal, so ist das vielleicht ein bisschen spannender, wenn ich selber spiele. Und ja, die Leute, die ich jetzt da kreiert habe, ist jetzt auch nicht so wie bei SmackDown in dem 2K 2017er Spiel, wo ich ja Leute aus meinem Umfeld kreiert habe, die ihr natürlich nicht kennt, sondern das sind dann auch Leute, die ihr jetzt, sage ich mal, kennen könntet oder die ihr, was weiß ich, auf YouTube dann suchen könnt und euch die irgendwie Videos von denen anschauen könntet und so weiter und so fort. Und ja, das war's dann von mir mit diesem Infovideo. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wie gesagt, die Tage irgendwann kommt dann Gela von KNK. Bis denne.